begrüßen, Leinsaal der Schlossberghalle. Ja, wie jedes Jahr traditionell sind wir hier dazu gekommen zur Seerosenordensverleihung. Und dann jeder fragt sich wahrscheinlich schon, wer bekommt den. Ich verrate es jetzt natürlich nicht, weil sonst ist ja der Spaß schon vorbei. Das wollen wir natürlich nicht. Aber es freut mich, dass so manch hohe, wie nenne ich es? Ja, hohe Menschen und wichtige Menschen, hohe Menschen bin ich. Also ich bin ein hoher, ich habe eine andere, die auch genauso hoch sind wie ich, aber so wichtige Menschen auch der Einladung gefolgt sind und darf natürlich gleich mal beginnen zu begrüßen. Als allererstes natürlich darf ich unsere Bürgermeisterin begrüßen, Frau Eva Juhn. Schön, dass Sie da sind. Dann gehen wir natürlich weiter. Einer der Gründe, warum wir vielleicht auch ein bisschen